Verehrte Hörer, wir schalten nun um ins Messestudio. Warte mal, wir gehen hier mal so ein bisschen, dann passt das. Also wichtig ist bloß, dass auch die Leute, die tatsächlich hier noch neben uns sitzen, uns vielleicht sogar sehen könnten. Das wäre toll, oder? Und vielleicht hätte ich vorher nichts Trockenes essen sollen. Okay. Den nehmen wir schon auf. Mahlzeit. Ja, wenigstens einer von uns ist Fame. Wir fangen jetzt einfach mal an, wir machen jetzt mal. Ja, du, genau. Also das Ding läuft das sowieso läuft schon, damit wir ein paar Outtakes haben. Ja, dann okay, wenn wir nichts haben, aber Outtakes haben wir. Ja, herzlich willkommen zu unserem allerersten Live-Podcast. Hey, wir sind neugeborene Podcaster und machen einen Live-Podcast. Das ist voll Fame, oder? Ja, aber sowas von. Wir haben uns hier extra am Messe-Sheriff vorbeigeschlichen und machen hier einfach mal so ein bisschen den Saloon auf und geben ein bisschen Moonshine aus, würde ich sagen. Genau. Ne? Alles klar. Und wir sind auch nicht alleine. Wir haben zwei echt mega Bestseller-Autoren bei uns. Ja, wir haben einmal hier Tim Bolz, der gerade durch die Decke geht mit Zonenrandkind. Er ist ja natürlich auch ein Zonenrandkind. Ist sozusagen durch den eisernen Vorhang durchgeschlüpft. Nein, das stimmt nicht. War schon immer auf der... Wir waren zwar noch nicht Osten, aber wir waren auch nicht mehr richtig Westen. Ja. Irgendwas dazwischen. Das ist dieses Zonenrandgebiet, das habe ich ja im Prinzip, auch wenn ich in Berlin groß geworden bin, auch immer so ein bisschen wahrgenommen. Das war ja teilweise, wenn wir an die Mauer so ran sind und so rüber geguckt haben im Osten, haben wir gesagt, so muss das sich anfühlen irgendwie. Also. Ja, das war das unmittelbare Zonenrand. Ja, schön hier zu sein. Hallo erstmal. Ja, schön, dass du da bist. Komm schön, vorbei, dass du und zack, schon verhaftet. Ja, schon verhaftet, ja klar. Also, hab das Lasso ausgeworfen. Ich glaube, ich muss dir mal das Dingens hier so ein Stückchen zur Seite nehmen, sonst raschelt permanent dein Band an deinem Mikro. Na, oder so. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, genau, sehr gut. Aber gut, dass wir keine Foto- und Filmaufnahmen haben, weil sonst hätte das jetzt despektierlich werden. Naja. Sehr gut. Wir haben noch einen zweiten Gast, das ist Amy Baxter, die gerade mit ihrer neuen Reihe King's Legacy, ja genau. Sorry, ich hab's dabei. Ja, na, immer vorbereitet sozusagen. Immer vorbereitet, auch schwer durch die Decke geht. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal auch zu deinem Erfolg. Dankeschön. Ich habe dir noch gar nicht gratuliert, gell? Aber egal. Alles gut, also, ja. Alles gut. Da ist weggratuliert, was vorbei noch. Also herzlichen Glückwunsch, stimmt. Ne? Ja, ebenso. Ne? Das wurde herzlich also, ja, genau. Was hast du gesagt? Ich habe dich begrüßt und ich habe dir zu deinem Erfolg gratuliert. Ja. Hallo, danke. Hallo und danke. Super, ich glaube, wir können aufhören. Wir haben alles, oder? Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Ja, also das ist der literarische Saloon. Mit Gästen funktioniert er nicht. Wir können nur alleine. Nein, das ist sehr schön. Erzähl doch mal, was hast du jetzt hier für große Abenteuer auf der Messe? Also du. Ich habe morgen am Freitag eine kleine Kick-Off-Veranstaltung von dem Buch. Da wird es nochmal so richtig in die Galaxie geschossen. Ja. Und ja, da ist eine kleine Lesung, Interviewsituation neben in dem 25-Hours-Hotel. An der Straße. Wer noch Zeit hat, kann gerne vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob die Plätze rein, aber immer vorbeikommen. Immer vorbeikommen. Und dann am Samstag nochmal auf der Messe ist nochmal ein kleines Interview mit Lesepassage drin. Also nicht so viel, aber so klein, aber fein, wie wir das ja mögen. Ne? Ja, sehr richtig. Schön. Lieber kurz und knackig als so eine ellenlange Wasserglaslesung mit Melusine. Genau, ja. Melusine. Ich habe dein Werk heute schon fotografiert am Stand. Ah, ja? Sehr gut. Ja. Sehr löblich. Und auch geteilt natürlich. Noch nicht, aber es wird in meine Stories, ich habe vor ungefähr 3 Minuten gelernt, dass ich mehrere Bilder in eine Tagesstory auch einfügen kann. Ich dachte, ich kann immer nur ein Bild pro Ach, guckst du. Hättest du mich mal vorher gesagt. Aber das ist sehr schön. Meine beiden Insta-Story-Coaches stehen auch neben mir. Ja. Also, ach so. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Du erinnerst du dich noch an diesen kommst heißen auf die Sommer, Messe, kriegst du neue Jobs. Ja, vor ein paar Wochen, dass du mich überhaupt eingewiesen hast in die Geheimnisse der Stories. Ja. Stories sind geil. Ich meine, da wir uns ja ohnehin so übers Lesen und Schreiben unterhalten, ich muss zugeben, ich habe bis auf den Titel von deinem Werk noch nichts mitbekommen. Erzähl mir doch mal bitte ein bisschen was darüber, weil das ist ja eigentlich das, worum es bei uns in dem Podcast ohnehin geht. Nur, dass wir meistens dusselig quatschen, aber ich glaube, aus berufenem Munde macht sich das besser. Ja, es passt jetzt eigentlich zu dem 30. Jahrestag des Mauerfalls einfach. War das angedacht, so eine mal lustige Geschichte zu schreiben, nicht immer diese
etwas schwermütigeren Themen mit dem Mauerfall und die 100. Fluchtgeschichte, was alles schön, wichtig und richtig ist. Aber ich wollte eben mal einen anderen Blick drauf werfen und wollte mal was schaffen, was uns eint, nämlich gemeinsam zu lachen über die eigene Historie. Ja. Das entzaubert ja immer so ein bisschen diese Dämonen, die anscheinend immer noch über uns liegen. Dass man immer noch sagt, was uns alles vermeintlich doch trennt, wollte ich was schaffen, was eint. Und deswegen dachte ich mir, da bietet sich das Lachen an und habe eine Geschichte geschrieben, die aus dem Westen aber stammt, nah an der Grenze. Und aus diesem Blickwinkel mal zu schauen, wie es ist, wo die Grenze gestanden hat, beziehungsweise dann gefallen ist. Das ist also bestimmt total spannend. Ich muss mir das unbedingt reinziehen. Das ist ein super Buch. Also ich habe es gelesen. Und du weißt, ich bin ja eine kritische Leserin deines Werks. Aber es war wirklich ganz großartig. Ich bin total begeistert. Das freut mich. Das hat natürlich auch mit der Provinz zu tun. Also man muss nicht jeder am Zonenrand irgendwie aufgewachsen sein, sondern jeder, der erfolgreich pubertiert ist, der hat da ein Thema mit. Und der erfolgreich in einer Provinz gelebt hat und dort aufgewachsen ist, kann sich da auch in viele Situationen hineindenken. Deswegen ist eine lustige, unterhaltsame, kleine Coming-of-Age-Geschichte. Super. Sonst gab es keine Telefonzelle, ich glaube. Ja, bitte. Das super, du musst es lesen. Das war großartig. Hatte ich jeden Abend. Dann muss ich das unbedingt als Bildungswerk lesen, weil meine, ich bin erfolgreich älter geworden, aber meine Pubertät ist eher so ein bisschen ausgefallen, aus welchem Grund auch immer. Und ich bin ja nun immer in Berlin gewesen, also insofern so ein bisschen Provinz reinriechen, hört sich also perfekt nach etwas an. Vor allen Dingen, wenn es ums Lachen geht, das mache ich ja sowieso am liebsten. Ja. Deswegen. Es wird dir gefallen. Weißt du schon, die ich werde dir Bescheid geben, wenn ich es gekauft habe. Dann sehr gerne. Ja, stimmt. Der war es jetzt. Der hat mich auf Nummer 1 katapultiert. Ja, genau. Amy, du bist jetzt nicht so provinziell unterwegs mit deinen King's Legacies. Glaube ich, spielt in New York und da geht es ganz anders zur Sache. Da geht es ein bisschen anders zur Sache, genau. Aber es ist auch ziemlich in der hintersten Ecke gespielt. Es ist nämlich in einer Speakeasy Bar, die ja über einen dunklen, finsteren Hinterhof erreichbar ist. Was ist denn eine Speakeasy Bar? Speakeasy Bar, das kommt aus der Prohibitionszeit, als Alkohol verboten war, ganz früher so. Und da gab es diese Bars, die dann so über Barbershops oder irgendwelche Hinterhöfe erreichbar waren und die ganz geheim waren. Da wurde dann geflüstert, Speakeasy, damit die Polizei draußen eben nicht merkt, dass da drin Alkohol getrunken wird und gefeiert wird. Und da gab es halt das Moonshine, was du vorhin schon sagtest. Der wurde eben in diese Mason Jars abgefüllt, in diese Marmeladengläser. Mhm. Selbstgebrannter Schnaps. Und all das spielt in New York, in der heutigen Zeit, in meinem Buch. Dort gibt es diesen Schnaps, dort gibt es diese Bar, dort gibt heiße Kerle, schöne Frauen. Ja. Bisschen Sex, was man so braucht. Bisschen Drugs. Ja. Nur ein bisschen. Bei dir würde ich da denken, da gibt es noch ein bisschen. Genau. Aber auch im Zonenlandgebiet. Bei dir gibt es ja auch ein bisschen Sex. Ja. Meine Mutter hat auch dann, nachdem sie das Buch gelesen hat, gesagt, ist ganz schön viel Sex dabei. Oh, wenn die Eltern das lesen, gut. Also meine Entschuldigung, Pubertät besteht zu 80% aus gescheiterten Sexversuchen. Ja. Von daher ist das natürlich eine große, große Antriebsfeder in dem ganzen Buch meines Teenagers. Genau wollte ich das. Also vielleicht war es in deiner Teenagerzeit anders, ich weiß es nicht. In der Telefonzelle. Aber klar, ja logisch, das spielt ja immer eine Rolle. Das ist immer eine Motivation natürlich. Ja. Und gerade in der Pubertät extrem. Was mir aufgefallen ist, dass dein Protagonist sein erstes Mal mit einer Dame namens Jana hatte. Und Jana ist ja auch der Protagonist, also der Love Interest von Herrn Süßemilch. Ja? Das hast du fein rausgekriegt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was hat das zu bedeuten? Hat er keine Ahnung, kann er sich keine Frauennamen ausdenken? Oder? Ich lande immer bei Jana. Es müssen immer 4 Buchstaben sein, das ist, mehr geht nicht bei mir. Nee, hast du aber gut erkannt. Tatsächlich ist so eine kleine Spur, die ich gelegt habe, für alle, die meine anderen Bücher kennen, aus der Robert-Süßemilch-Reihe, Weichei, Nasenduscher, Linksträger. Da spielt ja Jana eine große Rolle, die auch aus dem Osten eben ist, tatsächlich. Und da habe ich so einen kleinen Brotkrumen gestreut. Für die, die es nicht wissen, das ist scheißegal. Und für die, die es erkennen, die sprechen mich dann in solchen Interviews drauf an, wie du jetzt. Also, umso besser. Hast du gut erkannt. Alles richtig gemacht. Es ist praktisch Jana. Ja, das war Janas Vorleben. Also, sie müsste dann deutlich älter sein, wenn man es real sieht. Ne? Ja, das spielt eben. Ja in den 80ern, kann also nicht sein, richtig. Jana müsste aber eigentlich so mein Alter sein. Deswegen. Ja. So alt nur auch nicht. Nein, es ist eine Anspielung auf diese Bücher, aber es ist jetzt nicht eins zu eins. Ah, okay. Aber sehr fein heraus.
Ja, so, siehst du mal. Ich halte den Vorteil, ich kann das ja rausschneiden. Nee, wir schneiden lieber. Sowas wird doch nicht rausgeschnitten, jetzt mal ehrlich. Das ist doch das Salz in der Suppe, wir oder? Wir schneiden nie was raus. Also nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir es nicht wollen. Also genau. Ich muss dazu sagen, ich würde mich das natürlich nie trauen, wenn ich nicht Karin schon länger kenne. Ich weiß. Ich habe da schon Geschichten gehört. So, jetzt können wir ausschalten. Ja, das... Aber das schneidest du jetzt raus. Nein, auch nicht. Nein. Ey, wir sind doch hier auf der Messe. Da kann alles passieren. Könnte auch ein, weiß ich nicht, halbnacktes Osterhäschen vorbei. Da hoppeln. Ist es. Komm mal, alle gucken. Halbnacktes Osterhäschen. Ja. War das Erste, was mir einfiel. Was hast du denn, Christian, was hast du denn heute schon oder überhaupt jetzt hier große Erlebnisse gehabt? Ich habe ja schon ein bisschen unvorteilhaftes Foto von deiner Lesung gepostet. Okay, also da ich ja permanent mit den Armen fuchtel und sonst wie was in der Richtung, kann es eigentlich nur unvorteilhafte Fotos geben, weil das ja immer bloß so eine Momentaufnahme ist. Insofern, ja, da stehe ich zu. Nein, das war ein Scherz, das ist total wie aus dem Leben genommen. Ja. Also, ich habe da auch kein Problem damit. Tatsächlich war es früher schon immer so, immer wenn ich eine Kamera gesehen habe, habe ich ein möglichst blödes Gesicht gemacht, weil ich mich also so auf gestellten Fotos eigentlich immer total bescheuert fand. Und das ist also auch eigentlich jetzt hauptsächlich so. Deswegen mache ich eigentlich gerne irgendwelche komischen, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich fuchtle jetzt mit den Händen durch die Gegend, werde hoffentlich nicht gleich abgeholt. Aber hier auf der Messe, da interessiert das eh keinen. Die Leute, die vorbeilaufen, die haben ja hauptsächlich den Blick für andere Sachen. Nee, also, ja Gott, was habe ich bisher schon erlebt? Also gestern war eigentlich ein sehr angenehmer, recht leerer Tag, aber ein paar nette Gespräche waren auf jeden Fall auch schon dabei. Natürlich abends noch ein netter Drink in der Bar, der ja sein muss. Ja, ich habe ja Yoga gemacht gestern. Mit dem lieben Uli Rams, der eben vorbeikam und mich gefragt hat, warum ich da nicht den Hut auf hatte. Ja, ja, war also echt ganz nett. Und ja, heute dann natürlich die Lesung. Ne? Das war auch schon ganz nett, war ganz gut gefüllt, fand ich. Und es macht mir sowieso immer Spaß zu lesen. Merkt man ja daran, dass ich auch immer permanent am Sprechen bin. Ja, ja. Und dich meist nicht zu Wort kommen lasse. Ja, und ansonsten, ich habe schon ein Buch verkauft. Nein, ja. Ernsthaft? Jemand wollte ein Buch haben? Ja. Echt? Also, so mit richtig und dann auch so signieren mit, und so? Das kommt jetzt noch, weil sie hatte gerade keine Zeit, aber sie meinte... Ich gebe dir einfach Geld und halt die Klappe. Ich zahle dir und sage, bitte nicht signieren. Bitte nicht signieren. Ich kann eine Geschichte dazu nicht signieren, ja. Aber nicht von mir. Ich war nur dabei, weil ich war vor zwei Wochen war ich bei Wassel Lübbe zu diesem Afterwork-Romance-Abend. Ja. Und meine Lektorin Annika, also wir hatten einen Superstar da, das war die Lisa Renee Jones aus den USA. Und die wollte gehen, ihr Mann. Die wollten dann los, es war irgendwie 23 Uhr. Und meine Lektorin Annika wollte sie dann irgendwie rausbringen. Und dann sagte eine Bloggerin, aber ich würde so gerne noch ein Foto. Und dann sagte der Stefan, ja, Annika, die wollen noch ein Foto. Und was sagt Annika? Ja, aber ich bring Lisa noch kurz zur Tür. Das war der Running Gag des Abends. Bring sie noch kurz. Du kannst gern ein Foto machen vom Rücken, ja? Das ist geil. Also die Bloggerin hat kein Foto mehr bekommen. Ach, die hat mit Lisa ein Foto gekriegt und nicht mit Annika. Obwohl Annika ja sagte, ich bin genug. Sehr gelacht. Oh Mann. Bringst du noch kurz zur Tür. Ja. Ich habe ja heute schon, ich hatte ja also wirklich eine Wahnsinnsbegegnung schon. Ich habe auch mit einem Mainzelmännchen geknutscht. Oh. Ja, hier im Gang hier bei unserem Lieblingsverlag Reklam. Ja. Du, ich bin da gestern vorbeigelaufen und dachte mir, oh, machst du jetzt ein paar Selfies mit den Dingern? Ja. Die sind ja alle gelb. Ja. Ich war auch, die haben auch sehr hübsche jetzt inzwischen. Ja, wir hatten kürzlich, haben wir ja eine Sendung über Schullektüre gemacht und dann haben wir unser Reklamtraum. Rektum? Okay, wir wissen schon. Ja, aber das ist ja eher. Sind ja nicht mehr nur gelb. Nee, oh Scheiße, das wird eine Folge. Oh mein Gott. Und deswegen, also ich stand da vor diesen schönen Reklambüchleins. Und dann kam ein Mainzelmännchen vorbei und ich habe eben auch gerade überlegt, wie ich jetzt so das mit dem Selfie und sowas hinkriege. Und dann kam der Mainzelmann und nahm mich in den Arm. Das könnte man vielleicht so auch als
Sexual Harassment oder sowas. Ja, du hättest gleich hochhalten müssen. Der hatte, Me too. Der hatte eine orangene Kappe auf, weiß ich nicht. Ich bin nicht so. Aber du warst doch kürzlich bei den Mainzelmännchen zu Hause. Genau. Ja, ich war tatsächlich bei der Agentur eingeladen, die diese Mainzelmännchen eben zeichnet und produziert. Okay. In der Agentur war so eine kleine Feier und das war ganz geil. Die haben so einen Raum gehabt, wo so die Zeichnungen, die niemals rausgehen, und die waren dann auch so ein bisschen anzüglich, so wie die kleinen Mainzelmännchen sich an den noch kleinen Mainzelmännchen rumspielen oder so. Oder auf der Toilette sitzen. Aber alles mit den Originalzeichnungen, also wirklich sehr lustig. Also alle sehr lustige Leute. Dann geht. Also, was der Leser jetzt nicht mitkriegt, der Christian verschluckt sich hier gerade. Ich schlebe gerade. Immer wenn ich trinken will, kommt so ein Ding. Da kommt der kleine Mainzelmann. Und ich musste gerade an Bernie und Erd denken von damals. Ja. Bernie und Erd? Bernie und Erd? Nicht aus, was war das hier? Nein, Bernie und Erd. Die sind aus... War das im Osten so? Nein. Das war... Nee. Ist ja auch Hardcore. Das ist... wie heißt denn die? Dieses Saturday Night Dingsbums, also die deutsche Variante, wo Danke Anke und Zurück zur Lück dabei war. Da haben sie auch die beiden, die haben nur ein Auge und haben, also wirklich. Der eine kommt dann so an. Hey, wo hast du das Gras her? Und so. Also total sowas von nicht kindergeeignet. Da gibt es noch viel. Ja, müsst ihr unbedingt mal. Bernie und Erd. Ja. Also ansonsten ist das hier gerade mein Messe-Highlight des heutigen Tages, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. Nein, wir hatten schon ein Highlight. Ich war, durfte Amy Baxter mit zum Müller zum Essen gehen. Und mit Charlotte. Und so mit wem noch? Nee, sonst niemand. New York. Ja, also das war. Eine Stunde fernab vom Rummel, das war richtig. War der nicht auf der Messe, war der außerhalb wahrscheinlich. Wir waren außerhalb, aber ja, genau. Nicht vor, sonst sehr gehen die alle dann. Ja. Das liegt mir allerdings gerade so ein bisschen im Magen. Das Eis war dann, glaube ich, das letzte Eis war dann ein bisschen... Das letzte Eis war schlecht. Nein, das war ein bisschen reichlich alles. Es war viel, es waren nur zwei Kugeln. Das war irgendwie, als hättest du so ein Becher. Wie mein Kollege von Rote Bar Podcast, der Matze, der immer 10 Kugeln Eis mit Sahne bestellt. Ja, das hat mich jetzt so eine Eisfetisch. Oh. Ja, ich immer 10 Kugeln Eis mit Sahne. Ja, und Sahne drunter und drüber. Dann 10 Kugeln Eis und dann nochmal 10 Sahne drüber. Ja, und die ist aber so peinlich immer, wenn er es bestellt, dass er immer sagt, wenn er es mitnimmt, nehmen Sie noch 5 Löffelchen dazu für die Kinder. Also ich wäre dann eher der da ankommt und sagt, ein gemütliches Vanilleeis mit ohne Sahne. Apropos, das hat mich auch so ein bisschen, also ich wusste nicht, ob ich jetzt angewidert sein soll, als ich das gehört habe in eurer, nee, das war ja nicht die aktuelle, sondern die davor, die, heute kam ja eine neue Folge von euch, ja, stimmt, glaube ich. Das neue Folge von Rote Bar Podcast. Von Rote Bar, genau, wir haben nämlich noch einen, jetzt sind wir auch echt fame, das ist der einzige Grund, warum ich ihn ja hierher gewählt habe. Weil, nein, ist ja so, Tim hat uns nämlich erwähnt, hier unseren Podcast, ja, erst Salon und dann Saloon und dann... Hab ich aber nur falsch gesagt, damit ich es nochmal sagen konnte. Ja, das habe ich mir gedacht, habe mich sehr gefreut, ja. Ja, super gerne. Großartig. Ich höre auch. Ja. Bei der ersten Stunde. Cool. Folge ich euch. Ja. Also so. Wer wollte oder nicht. Deswegen machen wir das ja. Deswegen machen wir es auch, genau. Ah, ja. Haben wir noch was zu erzählen? Sonst, ich glaube, es wird sonst, ich habe so den Verdacht, dass da wieder eine Geschichte vom Pferd lauert bei hinter deinem Cowboy-Hütchen. Nee, ich hätte jetzt gerade nicht mal was über Pferde zu erzählen. Echt? Obwohl es sich so assoziativ anbieten würde, hier mit den Cowboy-Hüten und so. Das ist natürlich richtig, aber bisher, weiß ich, die Leute, die sind hier alle dran vorbeigegangen. Eine einzige, die hat mich ein bisschen verschämt angelächelt. Naja, gut, ich meine, ich dachte wahrscheinlich, oh, so ein schlechtes Cosplay. Geh lieber weiter. Aber egal. Ja, wir müssen das jetzt ja auch, ist ja schließlich eine Messefolge. Ist eine Messefolge und ich habe ja noch vor, ich werde ja noch mit meinem Gerät, falls es denn funktioniert, werde ich noch ein bisschen durch die Gänge ziehen und noch mal ein paar andere O-Töne einsammeln. Und die können wir dann vielleicht einfach dahinter schneiden, wenn wir es können, also wenn du es kannst. Und dann haben wir vielleicht ein Messe-Special. Und wenn ihr dieses Messe-Special irgendwann zu hören bekommt, haben wir es auch geschafft. Ich bin echt gespannt, weil ich ja sonst eben eine andere Software benutze. Aber nur gut, das Zusammenschneiden, das sollte
mir möglich sein. Ja. Wir haben ja vorsichtshalber mit Gürtel und Hosenträger gearbeitet, mit gleich zwei Aufnahmegeräten. Ja. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ja, und genau. Jetzt genau noch ein bisschen am Mikro rascheln und dann verabschieden wir uns für heute und überlassen euch, die ja gleich hier die Lesung haben, den Platz, damit ihr noch ein bisschen einrichten könnt. Super. Ja, Tim, Amy, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr war ganz großartig. Hat echt super viel Spaß gemacht. Ja, also ich glaube, sowas müssen wir leider öfter machen. Spontan? Nächstes Jahr wieder spätestens. Alles klar. Okay, bis dann. Dankeschön. Tschüss. Moment, noch nicht abschalten, Leute. Jetzt gibt es nämlich noch ein paar der versprochenen O-Töne, die Karin tatsächlich konservieren konnte. Allerdings haben wir selbstverständlich wieder mit der Technik zu kämpfen gehabt. Also achtet ein wenig auf eure Ohren, zumindest beim ersten Track. Da hat es ein wenig gehakt, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß. Starten wir jetzt. So, mein ersten Gast, mein allererster Gast hier auf der 71. Frankfurter Buchmesse, das ist die super süße Fulden Kopan. Sie ist eine Buchbloggerin, sie hat den wunderbaren Buchblog Das schon gelesen und ist dieses Jahr auch in einer ganz tollen Funktion hier auf der Messe. Magst du uns mal erzählen, was du auf der diesjährigen Messe machst? Ja, das Autorensofa und ich hatten die Idee, dass wir ein paar Autoren interviewen und dafür gibt es halt einen kleinen Stand, das heißt Fuldis Box. Und ja, kleiner Messetalk mit allen Autoren, Bloggern, wie sie die Messe finden, aktuelle Bücher schreiben und was halt gerade aktuell ist, worüber man einfach quatschen möchte. Ja, und das mache ich hier. Sehr schön. Was war denn, kannst du dich noch an deine allererste Buchmesse erinnern? Ja, tatsächlich. Und es war wirklich lustig. Ich hatte nämlich einen alten Twingo und der hatte, die Achse war verbogen, weil mir jemand reingefahren war 2 Tage vorher. Und ich durfte damit nicht zur Messe fahren. Das war schon geplant. Und dann habe ich eine Freundin einfach ins Auto gesetzt und wir sind trotz allem mit dieser verbogenen Achse dann auf die Frankfurter Buchmesse gefahren. Und das war jetzt vor 5 Jahren. Und es ist gut gegangen, hoffe ich. Ja, hin und zurück sehr gut gegangen. Aber es hatte dann irgendwann war es dann doch kaputt und dann war es weg, das Auto. Mein Gott. Ich hatte auch übrigens mal einen Twingo vor vielen, vielen Jahren. Wahrscheinlich, vielleicht war es am Ende sogar mein Twingo, den du dann irgendwie gebraucht gekauft hast. War er zufällig türkis? Nein, er war schwarz. Also ich hatte einen türkis. ja, wir schweifen schon wieder vom Thema ab. Ja. Seit wann hast du denn deinen Buchblog? Also meinen Buchblog gibt es seit 4 Jahren, aber aktiv erst seit 3. Mhm. Ich habe ihn damals gemacht und dann habe ich gedacht, okay, bloggen, aber es kam irgendwie nicht dazu, dass ich das irgendwie mal dann aktiv gemacht habe. Und dann habe ich mir die Messe nochmal angeguckt, mit Bloggern mich ausgetauscht, wie man das macht, worauf ich achten sollte. Und dann habe ich viel mehr Interesse gezeigt und habe dann wirklich richtig angefangen. Ja, und dadurch kam das halt. Und wo bist du mit deinem Blog aktiv? Also jetzt nur auf der Blogplattform selbst oder hast du eine eigene Website? Hast du Facebook, soziale Medien oder irgendwie auch noch Lovely Books, solche Geschichten, Amazon? Wo bist du unterwegs? Also ich bin fast überall. Ich habe natürlich meinen eigenen Blog. Und also meine ganze eigene Seite. Bin auf Instagram sehr aktiv, da habe ich immer ganz häufig meine Insta-Stories. Facebook habe ich keins mehr, weil es wurde mir leider ein bisschen zu viel und ich habe es einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Aber ich bin auch bei Lovely Books, bei Was liest du und auch bei Amazon und Random House. Ja, da veröffentliche ich meine Rezension. Sehr cool. Was würdest du jetzt mal so ein kleiner Tipp an alle Autoren, die du so kennst und die dir vielleicht heute oder die nächsten Tage noch in deiner Box vor die Flinte kommen, was ist dein ultimativer guter Ratschlag aus Bloggersicht für Autoren? Also nee, eigentlich gar nicht. Also das Einzige, was Autoren machen müssen, eigentlich nur freundlich Hallo sagen und einfach ein Lächeln und dann geht man schon auf die Leute zu und ich finde das immer ganz toll und dann weiß ich, du bist Autorin und dann kommt man ins Gespräch und das war's schon. Also mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Also man braucht nicht die super tollen, teuersten Goodies, sondern einfach nur ein schönes Lächeln, ein freundliches Hallo und dann ist schön. Das ist sehr süß. Jetzt kam ja gerade vorhin noch eine wahnsinnig originelle Frage, die ich prompt schon wieder vergessen habe, was an meinem fortgeschrittenen Alter liegen muss. Lass mich jetzt mit deinem Lächeln oder das Autorenlächeln. Ich stehe jetzt gerade wirklich auf dem Schlauch, ich mache jetzt mal hier. Eine Frage habe ich noch. Hast du bevorzugte Genres, die du liest oder bist du so Querbeetleser? Also ich lese tatsächlich sehr gerne Liebesromane, aber halt auch sehr, sehr gerne Fantasy. Und seit neuestem lese ich so ein bisschen Psychothriller. Oh.
Ja, also da habe ich jetzt so ein, zwei von Ursula Poznanski gelesen. Also ja, da kam das jetzt so ein bisschen dazu, aber hauptsächlich Fantasy und Liebesroman. Sehr cool. Ja, dann vielen Dank, liebe Kunden. Ich danke auch. Viel Spaß noch auf der Messe. Danke, dir auch. So, mein zweiter O-Ton kommt jetzt und ich sitze zwischen Hanna Siebern und Sabine Landgräber, meine beiden ganz zauberhaften Kolleginnen, auch super erfolgreiche Kolleginnen, alle beide. Und ich möchte jetzt gerne, also schön, dass ihr da seid und dass ihr euch traut. Sagt mal was. Gerne, hallo. Ja, gerne, hallo. Ja, Hanna, du bist zum ersten Mal hier auf dem Autorensofa. Ja. Wie kam es dazu? Ja, ich war schon mal mit ein paar anderen Autoren, dass wir auch einen gemeinsamen Stand haben, aber das hat sich irgendwie in diesem Jahr nicht ergeben. Und dann habe ich überlegt, verzichte ich auf den Stand oder gucke ich mal, ob ich irgendwo anders mitmachen kann. Und dann ist die Frau Müller ausgestiegen und der Platz ist frei geworden und schon hast du ihn gekriegt. So war das, genau. Ich weiß gar nicht, wessen Platz ich dann bekommen habe, aber ich habe mich gefreut, dass er frei war. Und, findest du es gut? Ah, super. Also sehr schön. Ich war auch gestern beim Aufbau schon dabei und finde, das ist ein sehr schöner, großer Stand, sehr hell, sehr weitläufig und dass man da halt ja, super seine Leser in Empfang nehmen kann. Sehr gut. Sabine, du bist ja auch seit der ersten Stunde dabei. Ich mache jetzt hier übrigens eine Werbeveranstaltung für das Autorensofa, möchte ich hier nochmal erwähnen haben. Aber das macht ja nichts, weil ich finde es ja auch ganz großartig. Ja, also sozusagen Heldin der ersten Stunde. Naja, Heldin nicht so ganz, aber ja. Seit der ersten Stunde dabei und ich finde, das ist eine unheimlich schöne Sache hier und ich habe hier so viele tolle andere Autorinnen und Autoren kennengelernt, das ist ganz wunderbar. Außerdem finde ich, dass man hier in diesem Rahmen auch immer wirklich richtig schön seine Leser treffen kann und die einen auch finden auf dieser großen Messe. Wollt ihr mir ganz kurz über eure aktuellen, aufregenden, super tollen neuen Projekte ganz wenige Sätze sagen, Hanna? Ja, gerne. Also bei mir ist jetzt eins vor 4 Tagen, glaube ich, erschienen. Am Samstag kam es raus. Schneezauber, der dritte Teil, ist einzeln lesbar, ist ein magisches Wintermärchen im Grunde genommen und hat unheimlich viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Ist sehr lustig. Also wer humorvolle, magische Liebesromane mag, sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Super. Und bei dir geht es wieder nach Hawaii, oder? Bei mir geht es wieder nach Hawaii. Allerdings kommt jetzt erstmal das Buch, was ich schon seit vor sehr langer Zeit geschrieben habe, kommt jetzt endlich am 9. März 2020 in die Buchläden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt, Hibiskus-Tage. Oh, wie schön. Das klingt super. Ja, dann wünsche ich euch eine ganz tolle Buchmesse, euch beiden, und viele Erfolge und viele großartigen Gespräche und ein bisschen kompetentere Interviewer als meine Wenigkeit, aber ich übe ja noch. Dankeschön. Und du hast ein sehr schönes Interview. Ja, und wir wünschen dir das auch, Karin. Schöne Zeiten hier auf der Messe. Genau. Ich werde sie haben. So, jetzt aus. So, und als nächstes habe ich Melanie Prandl vor mein Mikro bekommen. Melanie ist Journalistin und Autorin und wir kennen uns schon ziemlich lang. Genau, wir kennen uns. Wir rechnen jetzt nicht. Wir rechnen nicht, aber wir kennen uns tatsächlich vom Radio. Ja. Von Radio Charivari, glaube ich, genau, war es, oder? Genau, das ist so unsere Radio-Vergangenheit, genau. Also, Melanie ist eine alte Radiofreundin von mir, deswegen wisst ihr jetzt auch, warum ich podcaste, weil ich meine Radio-Vergangenheit endlich mal wieder aufleben lassen möchte. Aber wir sind hier auf der Buchmesse und Melanie, warum bist du da konkret diesem Jahr? Konkret in diesem Jahr? Also ich bin eigentlich regelmäßig auf Buchmessen, auch finde ich es wahnsinnig spannend. Dann kann ich das sozusagen aus drei Perspektiven ja abdecken, diesen ganzen Buchmarkt. Nämlich, ich bin selber Autorin seit letztem Jahr. Ich bin Journalistin und schreibe sehr, sehr viele Literaturkritiken. Und ich arbeite in einem Buchladen. Das heißt, ich arbeite als Buchhändlerin und kann sozusagen so diese drei Perspektiven vereinen. Dieses Jahr bin ich eigentlich auch wieder für alles drei da. Ich suche als Journalistin ständig irgendwie spannende Themen, die damit zu tun haben, mit allem, was mit Literatur und Buchmarkt zu tun hat. Ich schaue nach als Autorin natürlich immer nach Kontakten und spannenden Kontakten und Möglichkeiten. Und als Buchhändlerin suche ich tatsächlich auch immer Dinge, die wir in unserem Buchladen nicht haben. Ich arbeite in einem kleinen Buchladen in Dachau und insofern haben wir nur ein ausgewähltes Sortiment. Und ich bin schon über so einige Verlage und einige Dinge gestoßen, wo ich mir gedacht habe, das fehlt bei uns im Sortiment, das muss man ausbauen. Insofern decke ich da alle drei Berufe eigentlich ab. Das ist ja toll. Und hast du schon jetzt bei deinem aktuellen Besuch ein persönliches Highlight entdeckt, wo du sagst, dass egal aus
welchen dieser drei Perspektiven jetzt? Ja, eigentlich auch wieder in den verschiedenen Perspektiven. Ich habe gestern zum Beispiel mit einer Philosophin sehr lange geredet, da fand ich das Buch sehr spannend und habe es mitgenommen und würde es gerne redigieren. Ich habe aber auch gestern Gartenbücher entdeckt von einem Verlag, von einem österreichischen Verlag, den ich ganz klasse fand und wo ich die Bücher sehr ansprechend fand. Das werde ich auf jeden Fall im Laden vorschlagen. Also man findet da eigentlich in den unterschiedlichsten Varianten was und oft Dinge, die man gar nicht speziell gesucht hat. Also ich war jetzt nicht auf der Suche nach Gartenbüchern. Das ist eigentlich gar nicht mein Ressort, aber das macht einfach Spaß. Sehr toll. Ja, dann vielen Dank und noch eine schöne Messe und viel Spaß. Dankeschön, werde ich haben. So, liebe Leute, das soll es erst einmal gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute hier direkt aus dem Studio und vergesst nicht, zu unserer nächsten regulären Episode einzuschalten. Bis dann, tschüss.